Ja, moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Enrico Italia und heute habe ich ein weiteres Paintjob-Video für euch am Start. Falls euch das ganze Video gefällt, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen oder mich auch gerne abonnieren für weitere GTA Online Money Glitches, Paintjob-Videos und Rennvideos. Zu den Rennvideos kommt noch bald ein Video, wo es richtig geiles auf euch zukommt. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, ihr könnt mit dem ersten Paintjob so ein geiles italienisches Auto machen. Falls ihr für den Paintjob seid, lasst einen Kommentar da, rot. Und ihr könnt da mit dem weißen Neon-Kit und den grünen Reifenqualm könnt ihr halt dieses italienische Flaggenauto machen. Das finde ich ziemlich geil. Und hier ist schon der nächste Paintjob. Das ist hier dieser Roosevelt. Der sieht ziemlich geil aus mit dem blauen Paintjob. Gefällt mir ziemlich gut. Und falls ihr für den Paintjob seid, dann lasst einen Kommentar da mit blau. Falls ihr jetzt von den drei Farben irgendeine Farbe bei eurer eigenen Crew wollt, dann sind die ganzen Hexelcodes und RGB-Codes in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das selber machen. Falls ihr jetzt aber meiner Crew beitreten wollt, ne, die Skill Brother Crew, die hat schon fast 200 Mitglieder, richtig geil. Erstmal Dankeschön dafür. Dann ist da ein Link zu meiner Crew in der Videobeschreibung, könnt ihr dann über den Social Club beitreten. Ich würde sagen, gehen wir dann gleich zum nächsten Paintjob rüber. Das wird dann, glaube ich, der Dominator sein. Richtig, ein Dominator. Mit einem orangenen Paintjob. Orange hatten wir schon, aber das ist, glaube ich, ein bisschen anderes Orange. Ein bisschen intensiveres Orange als das andere. Das andere hat ja so geleuchtet. Das ist jetzt ein bisschen intensiver. Gefällt mir jetzt persönlich auch ziemlich geil. Falls ihr für den Paintjob seid, lasst einen Kommentar da mit Orange. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ich bin raus, haut rein, euer Enrico Italia, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.